Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Hallo liebe KiCad-Freunde, der Nutzer Peter hatte mir auf dem YouTube-Kanal hier geschrieben als Kommentar, und zwar ging es um das TO94 Package. Es geht hier um einen LED-Treiber und er hat das Problem, dass er dieses Bauelement an sich nicht findet und er findet das auch nicht, dieses Package in den Bibliotheken. Ja, das stimmt so. Ich habe auch mal selber kontrolliert. Also TO94 ist jetzt hier so Stand meines heutigen Wissens nicht drin. Ich habe auch mal im Internet geschaut, ob man irgendwo auf die Schnelle eine Library runterladen kann. Habe da jetzt so auf das erste schnelle Suchen nichts gefunden. Also stelle ich euch heute gleich bei dieser Gelegenheit mal den Footprint Editor vor und wir zeichnen hier diesen QX5252 mal nach. Ich habe mir mal hier über altdatasheet.com das Datenblatt aufgemacht und wir sehen also hier ist das dieses TO94 Package. Im Prinzip ein ganz einfaches Package. Wir haben hier 1,27 mm Abstände zwischen den Pins mit 0,5 maximalem Durchmesser der Füße. Und dann können wir das eigentlich relativ einfach nachzeichnen. Dann gibt es hier noch das Ganze als 8-Pin-Dip. Das machen wir nicht. Das ist auch in den Packages schon an sich drin. Da muss man das nicht unbedingt zeichnen. Das sollte man auch so finden und könnte das dann einem Symbol zuordnen. So, dann gehen wir mal hier in unser KiCad rein, sagen Footprint Editor öffnen. Wir haben jetzt damit unseren Footprint Editor geöffnet. Wir sehen hier links unsere ganzen Bibliotheken, die im System angemeldet sind. Und hier unten sehen wir eben Package TO-SOT-THT für Durchsteckmontage. Wenn ich die mal öffne, dann haben wir hier TO5, 6 und so weiter. Auch die TO92 etc. sind alle drin, aber eben nicht das TO94. Soweit, so schlecht. Wir müssen es also selber zeichnen. Wie gehen wir dazu vor? Wir öffnen als erstes mal hier oben eine neue Bibliothek, zeige ich euch gleich. Ansonsten hier noch die kurze Einweisung an dieser Stelle zum Footprint Editor selber. Wir sehen jetzt hier die linke Buttonleiste, genauso wie im PCB Editor. Ich kann mir hier Darstellungsverwaltung ein- und ausblenden, das ist hier rechts. Dann haben wir hier den Baum ein- und ausblenden von den Bibliotheken. Wir können uns hier verschiedene Darstellungsformen darlegen. Wir können hier die Maßeinheiten umstellen zwischen Millimeter, Mill und Inch. Dann können wir hier zwischen Polar- und kartesischen Koordinaten umstellen. Wir können hier Raster ein- und ausblenden. Dann hier noch die Möglichkeit des Umschaltens zwischen dem Cursor. Ich gehe hier nicht näher darauf ein, das ist in den im Schaltplan-Editor und im PCB-Editor gleich. Hier oben dann einige spezielle Buttons, die wir jetzt gleich im Verlauf des Zeichnens zeigen werden. Hier in der rechten Symbolleiste oder Buttonleiste dann die verschiedenen Funktionen und Werkzeuge, mit denen ich zeichnen kann. Das zeige ich euch auch gleich näher. Und hier, wie wir es schon aus dem PCB-Editor kennen, unser Lagen- oder Layer-Manager. Auch hier eigentlich nichts weiter Näheres zu sagen. Die Funktionalität ist genau wie im PCB-Editor. Auch hier unten diese ganze Einstellerei mit was ich markieren kann, Auswahlfilter setzen und nicht setzen, wie im PCB-Editor bereits in den vergangenen Videos gezeigt. Gut, also machen wir mal hier eine neue Bibliothek auf. Wir wollen die global benutzen, für andere Projekte auch. Wenn wir die nur fürs eigene Projekt, für dieses Projekt hier nutzen wollten, dann nur für Projekt annehmen. Ich gehe mal hier auf global. Dann sagen wir hier, öffnen wir das Ganze. Wir haben jetzt hier ja unser KiCad 7 Ordnerstruktur und da haben wir ja eben auch schon die eigenen Footprints. Da gehen wir jetzt mal rein und ich halte mich hier gleich an die Bezeichnung der Bibliotheken und zwar fange ich immer an, my, also für meine Unterstrich, in dem Fall Package Unterstrich TO Unterstrich SOT. Unterstrich THT ist immer die Bezeichnung für Bibliotheken, die mit betrahteten Bauteilen bestückt sind. Dann haben wir hier noch die Geschichte für SMD, für die
Oberflächenmontage. Ich halte mich hier immer ein bisschen dran, um auch einfach an der oder an dieser Geschichte mich hier am KiCad langhangeln zu können. In diese Bibliothek könnte ich jetzt natürlich mehrere TO-Footprints reinpacken. Wir wollen heute mal nur einen reinpacken, eben hier die TO94. Also ihr müsst nicht für jeden Footprint eine neue Bibliothek anlegen. Ich würde sagen, alle TO-Footprints zum Beispiel, wer da mehrere hat, könnte die es jetzt in der Standardbibliothek nicht gibt, könnte die jetzt hier in diese Bibliothek nacheinander einfügen. Wir sehen es ja auch, ich mache mal hier zu, ich speichere das Ganze mal. Wir sehen es jetzt hier oben, ist eine leere Bibliothek. Und wir sehen ja jetzt hier, in so einer Bibliothek können ja eine Vielzahl von Footprints hinterlegt werden. Also macht euch da ein bisschen eine Struktur, überlegt euch, wie ihr da vorgeht. Ich nehme jetzt mal die hier. Ich wähle die hier an, dass sie unterlegt ist und dann sage ich neuen Footprint oder Steuerung N oder ich könnte hier oben einen von den Button nehmen. Und da sagen wir jetzt hier TO-94 und wir wollen hier einen Footprint-Typ als Durchsteckmontage. Das ist wichtig auszuwählen, sonst kriegt er hier Probleme mit dem mit dem Pads, weil in dem Moment, wie er hier SMD auswählt, kommen hier nur noch SMD-Pads zur Auswahl und wir brauchen hier aber welche zum Durchstecken. So, okay, und damit wird jetzt unser Footprint hier angelegt. Ich zoome mal ein kleines bisschen raus, markiere mal das Ganze, drücke die Taste M und schiebe mir erst einmal die Bezeichnungen hier ein kleines bisschen zur Seite. Die können wir nachher im Nachhinein noch sauber platzieren, aber jetzt stören sie, da schieben wir sie hier rüber. Wer das vergessen hat beim Anlegen dieses Bauteils, der kann hier auf die Bauteileigenschaften gehen und kann das hier unten auch nochmal ändern, dieses SMD oder nicht spezifiziert. Wir wollen heute hier Durchsteckmontage haben, ganz wichtig. Hier kann ich auch noch einige Häkchen setzen, die jetzt erstmal für den ersten oder für den Anfänger uninteressant sind. Wir lassen das hier mal so und auf Durchsteckmontage. So, hier kommen wir dann später noch zu Schlüsselwörtern und zur Bezeichnung. Das sehen wir dann am Ende, wenn das Bauteil fertig ist. Wir sagen okay, gehen jetzt mal in unsere Einstellungen für die durchgehende Bohrung. Ich kann hier auch SMD-Bohrungen einstellen. Wir wollen natürlich jetzt hier eine durchgehende Bohrung. Und dann machen wir hier nochmal das Datenblatt auf. Wir sehen also hier 0,5, nehmen wir ein bisschen größer, das ist die maximale Toleranz, 0,5, nehmen wir 0,6 mm Durchmesser und setzen mal unsere Werte ein. Also Padnummer, mit dann Padnummer 1 wollen wir anfangen, das Ganze soll kreisrund werden und hier oben, das ist also der gesamte Kreis hier mit der Kupferfläche dazu. Hier unten ist die Lochform, also das ist die Bohrung hier unten. Die ist auch wieder kreisförmig und ein Durchmesser von 0,7. Das ändern wir mal in 0,6 als Durchmesser. Das sehen wir jetzt hier, ist das Innenloch etwas kleiner geworden. Und wir machen das auch so. Ich habe mir angewöhnt, also hier diese 0,6 nehme ich immer mal 2, also 1,2 mm Durchmesser für den gesamten Pad zum Löten. Das so als Faustregel. Ich kann mir das natürlich auch permanent oder genau anpassen, wenn das irgendwie vorgegeben ist oder vonnöten ist. Macht bitte die Pads nicht zu groß und auch die Bohrlöcher nicht zu groß oder zu klein. Ihr habt dann entweder bei der Montage Probleme oder beim Anschließen von Leiterbahnen im PCB-Layout-Editor. So, okay. Und damit haben wir den jetzt hier drin. Wir haben jetzt hier unser erstes Pad dran. Das ist dann das Pad 1. Halt, ich breche nochmal ab, mache nochmal Escape. Bevor wir jetzt hier anfangen, stellen wir natürlich unser Raster auf 1,27 mm ein. Wir könnten auch ein benutzerdefiniertes nehmen. Das machen wir natürlich jetzt erstmal nicht. Wir wollen jetzt hier 1,27 mm. Und warum 1,27 mm? Weil hier die Mitte von diesen Pins ist genau 1,7 mm Abstand. So, und damit kann ich nämlich genau meine vier Pins hier auf diese Kreuze setzen und damit sind die genau eingerastet. So, also fangen wir hier an. Pad Nummer 1. Jetzt sehen wir, wenn es abgelegt ist, wird daraus die 2. Wir haben jetzt hier die 3 und wir haben die 4. Die 5 brauchen wir nicht mehr. Wir können hier mit Rechtsklick abbrechen oder mit Escape. Damit haben wir jetzt unsere Pads gesetzt. Wir machen mal ein Speichern.
Und jetzt müssen wir hier noch verschiedene Rahmen herumsetzen. Und zwar brauchen wir hier entsprechend die Rahmen für die für diese Umrandung, also für unser Bauelement als Abstand. Und da gehen wir einfach mal auf ein etwas kleineres Raster. Da nehmen wir hier die 0,5, das hört sich ganz gut an. Und wir brauchen jetzt hier eigentlich nur unseren sauberen Abstand einhalten als Montageabstand. Dazu wechseln wir jetzt mal erst einmal auf das Courtyard und sagen, wir möchten jetzt hier ein entsprechenden Rahmen herumziehen. So, natürlich wollen wir den hier nicht auf 45 Grad beschränken, sondern wir wollen das natürlich hier sauber rundherum machen. Dann brauchen wir noch den gleichen Rahmen für unten, auch für die Unterseite, dass es gesperrt wird. Wir brauchen noch den F-Fab-Rahmen. Den ziehen wir uns hier oben rum. Dann brauchen wir mal noch den Silkscreen. Den können wir noch ruhig ein bisschen größer machen. Einfach als Zeichen, wo wir auf unserer Platine hier entsprechend unser Bauteil anzeigen können. Und damit wären wir an für sich schon soweit fertig. Ich könnte natürlich jetzt schon hergehen und das hier noch alles wesentlich sauber zeichnen. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel wie hier diese Abkantungen mit reinzeichnen, dass es also genau exakt so aussieht wie hier auf dem Datenblatt. Ob das dann Sinn macht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mache das jetzt erstmal so, um das auch das Video hier nicht so lang zu machen. Wichtig ist, dass hier die Abstände eingehalten sind und die Bohrlochdurchmesser. Und hier ein bisschen mehr Platz auf der Platine zu haben, ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Oder wenn man das so genau machen möchte wie hier, dann empfehle ich wirklich da noch ein CAD-Programm zu nehmen und entsprechend dieses vorzuzeichnen, dann zu importieren als DXF-Datei und dann kann man das hier schön sauber nachzeichnen. Das wäre jetzt noch die Alternative. Gut. Wenn wir das haben, speichern wir das Ganze mal ab. Dann machen wir mal hier einen Check und sagen, wir möchten das prüfen. Also im Moment hier keine Fehler. Wenn jetzt zum Beispiel, ich mache mal hier den Courtyard weg. Schmeiß das hier mal raus, nur um es euch zu zeigen. Und ich lasse jetzt hier mal einen Check laufen. Dann sollte der jetzt hier eventuell, eigentlich sollte er jetzt mal Fehler bewerfen. Ist interessant, dass er das jetzt nicht macht. Normalerweise ist das eigentlich als Future gedacht, dass man hier diesen Footprint prüft und er sollte eigentlich jetzt einen Fehler rauswerfen. Das wundert mich. Das war in den letzten Versionen von 7, vom KiCad 7 mit drin. Kann natürlich sein, dass das noch ein bisschen Bug ist. So, ich gehe mal hier wieder mit zurück. So, auf meine Auswahl sage jetzt hier speichern und damit wäre unser Footprint fertig und ich könnte jetzt auch noch im Schematik-Editor entsprechend ein Symbol dazu zeichnen und dieses dann verbinden. Das wird dann eins der nächsten Videos. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß beim KiCad zeichnen oder bei der Arbeit mit KiCad. Tschüssi!